Welcome to a new episode of Porsche Top 5. We are very excited to have one of Germany's biggest electric heads here in Weissach today. Say hello to Alex. Hallo zusammen, ich bin Alex und ein großer Fan von Elektromobilität. Dementsprechend ist es heute ein ganz besonderer Tag für mich. Ich bin nämlich in Weissach beim Porsche Entwicklungszentrum. Wir dürfen uns den voll elektrischen Porsche Taycan anschauen und mit dem Porsche-Experten darüber reden. Kommt mit, auf geht's. Servus, Robert. Alex. Hey. Hi. Danke, dass ihr mich reingeschmuggelt habt in euren Hochsicherheitstrakt. Ja, schön, dass du da bist. Der Porsche Taycan ist ein ganz besonderer Porsche. Euer erster rein elektrischer Porsche. Ja. Der Wagen ist ja aus der Konzeptstudie Mission E entstanden. Gibt es da vielleicht irgendwie eine Anekdote, ein Funfact, irgendwas, was man als Außenstehender nicht wissen kann, was aber eigentlich ganz interessant zu wissen wäre? Ein ganz spannender Punkt, kann man auch gut an dem Modell hier sehen, ist im Endeffekt dieser Punkt hier. Also wie kann ich die Flyline des Fahrzeugs hier schön weit runterziehen? Also wie kann ich diesen Punkt schön weit runterdrücken? Ja, das Modell ist auch schon super schön, aber Robert, habt ihr nicht vielleicht sogar ein Original hier stehen? Alles klar, dann schauen wir uns das an. Gut. Hier kommt der Michael, er hat die Aerodynamik gemacht. Was für ein schönes Auto und es kommt da schön rausgerollt und man sieht sofort, was für ein schöner Porsche, auch wenn man nicht einen lauten Motor aufheulen hört. Stimmt. Ja, das ist unsere aerodynamische Speerspitze, was den Luftwiderstand anbelangt. Und da bist eben du auch mitverantwortlich. Du bist der Ingenieur für Aerodynamik. Und beim Elektroauto ist natürlich die Reichweite ganz wichtig. Und da denkt man vielleicht erst an den Akku, aber eben auch super wichtig ist die Aerodynamik. Von daher vielleicht die Frage, was war da die Herangehensweise? Ja, also um die Reichweite zu maximieren bei dem Fahrzeug, haben wir uns einen sehr, sehr ambitionierten Zielwert bezüglich Luftwiderstand gesetzt. Und so hat der Taycan Turbo den geringsten Luftwiderstand all unserer Porsche-Fahrzeuge aktuell mit einem CW-Wert von 0,22. Wenn ich von vorne aufs Auto raufschaue, ist ein Element, was mir so ein bisschen ins Auge sticht, immer der Lufteinlass. Wie viel Prozent macht das aus, so ein kleines Teil? Das sind fast 20%. Die Kollegen, die in der Verbrennerwelt arbeiten, haben immer so ein bisschen die Probleme mit der Abgasanlage. Und hier konnte man sich wirklich aerodynamisch komplett austoben. Ja, die muss irgendwo hin, ne? Das heißt, du kannst zum einen den Unterboden perfekt glatt gestalten. Und dann hier hinten dieses Bauteil hier, wir nennen es Diffusor, halt perfekt ausgestalten. Über die gesamte Breite wird hier die Luft sauber nach oben geleitet, um wirklich hier perfekt nach hinten abzuströmen, den Luftwiderstand komplett zu reduzieren. Okay, ich habe viel über die Aerodynamik gelernt. Michael, besten Dank. Ja, freut mich, dass du hier warst. Und Robert, dich sehe ich später auch noch. Genau. Super, danke euch. Okay. Und jetzt als nächstes kommt der Peter und wir reden über das Design. Hi, servus Peter, ich bin Alex. Grüß dich, hi. Hallo. Herzlich willkommen hier im Weissach. Danke, danke. Und du bist der Mann verantwortlich für das Außendesign hier. Das ist richtig, ja. Worauf bist du denn vielleicht besonders stolz, was das Design angeht? Hauptsächlich, dass wir die Proportionen so hinbekommen haben, wie wir das haben wollten. Das Auto ist eigentlich ein Sportwagen geworden und damit ein echter Porsche. Gibt es vielleicht einen Designaspekt, der dir wichtig war, aber der schwer zum Umsetzen war? Wir haben eine Bodenbatterie in dem Auto und das war eine große Herausforderung. Wie kriegen wir das Fahrzeug so flach wie möglich, damit es ein echter Porsche wird? Und deswegen, da haben wir eine coole Idee ausgetüftelt mit dieser Fußgarage. Wir haben einen extra Bereich, damit haben wir die hintere Passagiere tiefer jetzt im Auto und damit haben wir eine perfekte Flyline in der Seitenansicht. Das heißt, es ist eigentlich eine echte Porsche mit einer richtig abfallenden Dachlinie. Und jetzt zeige ich dir das Lichtdesign. Und dazu machen wir das Licht aus. Die Gestaltung der Lichter ist bei dem Autodesign extrem wichtig geworden. Und der Taycan ist vorne komplett neu gestaltet, natürlich neues Gesicht für Porsche. Eine Integration Scheinwerfer und Airkörten vorne, was das Fahrzeug sehr stark prägt. Und das Lichtbild ist natürlich von einer Seite, zeigt Markenidentität. Porsche hat 4-Punkt-Tagfahrlicht vorne, was bei dem Taycan auch perfekt umgesetzt ist. Und im Detail natürlich eine extrem Hightech-Optik auch noch zeigt, was uns sehr wichtig war. Dann schauen wir mal, was wir hinten gemacht haben. Ja, sehr gerne. Da fängt schon an, ich sehe schon hinten am Heck super dominantes Sichtelement. Das Leuchtenband von links nach rechts durchgehend. Genau. Ganz wichtiges Thema. Das ist eigentlich eine Markenidentität geworden bei Porsche, auch bei dem Taycan. Und da der Taycan sehr cleanes Design hat, war uns sehr wichtig, dass wir dieses Element extrem präzise ausführen, sehr homogen, sauber durchleuchtet, ohne Trennungen in dem mittleren Bereich. Das sind so die, ich sag mal, die Kleinigkeiten, die aber ein Fahrzeug so ein richtig modernes Look geben. Hey Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Ausführungen zum Außendesign. Ich habe die Leidenschaft in der Stimme definitiv gespürt. Sehr gerne.
Und weißt du, wer der nächste Gast ist? Dein Counterpart, der Innendesigner, der Ivo. Hey, hallo. Das Außendesign, wunderbar, bombastisches Design. Und jetzt interessiert es mich natürlich auch von innen. Zeigst du es mir? Gerne. Weißt du, wenn du in ein Auto einsteigst, dann entweder du hast diesen Wow-Effekt oder du hast ihn nicht. Was habt ihr gemacht, um diesen Effekt zu bekommen? Also ich glaube, das Richtigste ist, unsere Gene treu zu bleiben. Das heißt, es ist ein echter Sportwagen, aber alles andere ist eher integriert und clean und zurückgenommen. Du hast hier sehr viele Displays, ganz wenig Knöpfe. Ich mag moderne Bedienkonzepte, also damit bin ich super glücklich. Ja genau, in der digitalen Welt ist es natürlich auch wichtig. Wir haben ja Sprachbedienung, du kannst mit Hey Porsche, also multimodal, aber eben auch ein kleiner haptisches Feedback nach wie vor, wenn ich hier was bediene auf der Mittelkonsole, dass ich das spüre. Das hast du spüren angesprochen. Ich habe vorhin, als ich eingestiegen bin, ganz intuitiv schon das Auto so ein bisschen abgetastet. Was für Materialien verwendet ihr denn? Also das Interieur hier, wo wir jetzt drin sitzen, ist komplett lederfrei. Das ist auch das erste Mal, dass wir das als Angebot haben. Ganz toll, dass man sich da entscheiden kann, was man will. Was ist denn vielleicht noch, ich stelle die Frage so gerne, vielleicht dein Lieblingsfeature, dein Lieblingsdetail? Was ich echt am coolsten finde, ist für mich das Kombi-Instrument. Dass das uns gelungen ist, das hat auch noch keiner gemacht. Das ist freestanding, also nicht vergraben, also freestanding, gecurved. Das ist ein Blickfang. Und auch nochmal hier rund abgeschnitten, so wie in den alten L. Ja, also. Das ganze User Experience, oder wir sagen bei Porsche sogar Driver Experience, dass alles irgendwie neu gestaltet worden ist in der digitalen Welt. Auch speziell für dieses Auto. Ivo, vielen lieben Dank, dass du mir das Top-3-Thema, das Interior Design, näher gebracht hast. Ich mache jetzt weiter mit dem Top-2-Thema und ein altbekanntes Gesicht ist zurück. Robert ist wieder da, um mit mir über das Thema Effizienz zu sprechen. Beim Taycan muss man nicht mehr an die Zapfsäule, aber das Auto braucht Strom. Wie lange dauert es denn an der Ladesäule? Wir laden von 5-80% an entsprechenden Ladesäulen in stark 22 Minuten. Das bedeutet, wir laden in 5 Minuten ungefähr 100 Kilometer Reichweite nach. Jetzt war er auch schon ein bisschen länger hier an der Station angestöpselt. Haben wir denn genug Saft, um loszufahren? Ich glaube schon, jetzt können wir es mal ausprobieren. Wir verlassen jetzt Weissach. Das Auto wird hier hergestellt in der Region, in Zuffenhausen. Ja, Produktion in Zuffenhausen, das ist für uns Produktion 4.0. Wir haben Smart mitten im laufenden Betrieb ein neues Werk hochgezogen, eine Fabrik in der Fabrik. Porsche made in Germany, ne? Gebaut wurde, genau, made in Germany. Made in Zuffenhausen, im Stammwerk. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr euren CO2-Ausstoß in der Produktion seit 2014 um 75% gesenkt habt. Genau, 75% pro Fahrzeug gesenkt und speziell jetzt hier der Taycan wird in Zuffenhausen wirklich CO2-neutral gebaut. Das heißt, wir nehmen grünen Strom, wir haben die Wärmeerzeugung auf Biogas umgestellt, um wirklich den Taycan vor Ort im Werk in Zuffenhausen CO2-neutral produzieren zu können. Und was hat es mit Lean auf sich? Wir haben für die Montage vom Taycan umgestellt, vom klassischen Band, Fließband, auf fahrerlose Transportsysteme. Und dadurch sind wir extrem flexibel in der Produktion des Fahrzeugs. Jetzt habe ich so viel gelernt. Ich würde so gerne erleben. Ja, magst du mal selbst fahren? Absolut. Top 1. Mein Lieblingspunkt dieser Liste. Es geht um die Performance. What? Eieiei. 560 kW haben wir hier. Das Auto beschleunigt mit bis zu 761 PS. 761 elektrische Pferde sind hier unter der Haube, beziehungsweise vorn und hinten, denn das Auto hat zwei Motoren. Robert, erzähl mir noch einmal kurz was zum Antriebssystem hier. Ja genau, wir haben vorne und hinten jeweils einen Elektromotor, eine PSM-Maschine, die ist besonders leistungsstark, besonders effizient. Hinten verbunden mit einem Zweiganggetriebe. Und von 0 auf 100 soll das Ganze hier in unter 3 Sekunden gehen. Um genau zu sein, in 2,8 Sekunden. Und die erreichst du nicht nur einmal, sondern das Fahrzeug kann es immer wieder. Hat eine extrem hohe Reproduzierbarkeit, das war uns wichtig bei dem Fahrzeug. Zeit für ein Launch Control. Ich drücke hier volles Level durch. Launch aktiviert! Oh mein Gott! Achterbahn! Hör mir auf! Was habt ihr denn da für ein Ding gebaut? Ei, ja, das war jetzt unter 2,8 Sekunden, 0-100. Dafür hast du ein Drehmoment von 1050 Newtonmeter auf die Straße. Vierstelliges Drehmoment, ja, das macht Spaß. Und hier wirken dann 1,2 G auf einen. Ne? Korrekt. Das ist mehr, als wenn man freien Fall, also wenn man falsch im Springer aus dem Flugzeug wäre. Korrekt. Hier in den ersten Metern mehr
Kräfte, die auf einen wirken, als wenn man aus dem Flugzeug springt. Wow, Robert, was für ein Tag bei euch. Ich habe so viel über das Auto erfahren. Und was mich am meisten begeistert, ist einfach zu sehen, wie ihr das Auto mit Herz und Hirn konsequent designt habt und hier einfach ein tolles, tolles Elektroauto, einen tollen Sportwagen, einen tollen Porsche auf die Straße gebracht habt. Also, ich habe mich zu bedanken. Es war großartig. Ich bringe dich auch noch nach Hause. Alles nett. Und dann fahre ich noch ein bisschen Landstraße. Thank you, Alex. It was great to have you here in Weissach to check out the next milestone in Porsche history. Join in next week for a new episode of Porsche Top 5, when we drive on some bumpy roads with rally legends.